canción que canto yo para ti es un regalo de muy poco valor. Sé muy bien que si yo fuera a medir la alegría que me ha dado tu amor, no, no había forma de empezar a contar cada mañana, cada luna y cada sol. Esta canción no te puede decir. Kolumbien, ein großes Land im Norden von Südamerika. Hier gibt es wunderschöne Landschaften, hohe Berge und dichten Regenwald. Im Chocó, einer Region im Nordwesten des Landes, leben viele Menschen direkt am Fluss. Die einfachen Hütten sind auf Stelzen gebaut, damit das Wasser nicht in die Wohnzimmer fließt. Die meisten Familien, die hier leben, haben früher woanders gewohnt. Sie mussten ihr Zuhause verlassen, weil es dort zu gefährlich war. Denn in Kolumbien gibt es schon lange Feindschaft zwischen verschiedenen Gruppen. Viele Menschen sind bei den Kämpfen gestorben. Heute wird in Kolumbien nicht mehr so viel gekämpft. Trotzdem, immer noch werden Menschen getötet, entführt oder bedroht. Auch die Familie von Severiano Palacio musste ihr Zuhause verlassen, weil es ständig Kämpfe gab. Nun ist ihr Leben sicherer. Schon 12 Jahre leben sie mit ihren Kindern in dieser kleinen Hütte. Si no, o sea, cuando el momento que ellos llegaron a agua allá. In unserem alten Dorf, erzählt Severiano, kamen ständig Leute vom Militär und haben uns verfolgt. Sie kamen zum Beispiel und sagten, wenn du uns dein Essen nicht gibst oder bestimmte Dinge nicht verkaufen willst, werden wir dich töten. Si no, no vende usted, le compramos la viuda. Y eso era difícil porque mataban a la mujer o mataban a uno. Oder wenn wir mit dem Boot auf dem Fluss unterwegs waren, wurden wir von ihnen bedroht. Ein paar hundert Kilometer weiter im Süden liegt Medellin, eine große Stadt mit 2 Millionen Einwohnern. Eigentlich sieht hier alles ganz normal aus. Viele Menschen auf der Straße, viele Autos, sogar eine Pferdekutsche. Aber auf den zweiten Blick sieht man Soldaten mit Gewehren. Sie sind überall in der Stadt, sogar neben der Eisdiele. Häufig trifft man in Kolumbien Kinder, die auf der Straße leben. Viele sind von zu Hause abgehauen, weil sie von ihren Eltern schlecht behandelt wurden. Gewalt ist auch in den Familien immer öfter ein Problem. Der 13-jährige Alex hat das am eigenen Leib erfahren. Weil sein Vater ihn immer nur geschlagen hat, ist er vor 3 Jahren von zu Hause weggelaufen. Jetzt lebt er in einem Haus mit Jungen und Mädchen, die ähnlich schlimme Dinge erlebt haben. Meine Familie kommt aus Apartado. Ich habe mich sehr schlecht zu Hause gefühlt. Ich wurde ständig beleidigt und geschlagen. Irgendwann hatte ich genug davon und bin einfach abgehauen. Ich habe dann erstmal auf der Straße gelebt, bin nicht mehr nach Hause zurückgegangen. Auch die Familie der 11-jährigen Valentina leidet unter der Gewalt im Land. Das ist der Ehemann meiner Schwester, erzählt Valentinas Mutter. Der wollte einigen Arbeitern auf dem Feld das Mittagessen bringen und ist dabei auf eine Mine getreten. Die ist explodiert und er ist gestorben. Minen sind kleine Bomben, die von Feinden im Boden versteckt werden und explodieren, wenn man aus Versehen darauf tritt. In keinem anderen Land der Welt gibt es so viele Minen wie in Kolumbien. Viele Kinder sind schon dadurch verletzt worden. Dass das aufhört und endlich Frieden ist, das wollen hier alle Kinder. Einmal im Jahr gibt es in Medellin sogar eine große Demonstration. Hier fordern die Kinder die Erwachsenen auf, für Frieden zu sorgen. Eine Kindheit ohne Gewalt. Ein Wunsch, den auch Alex und Valentina haben.